Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Appelgartens and Shepherds wieder zu einer neuen Folge. Und zwar geht es heute um die Indianernessel. Hier seht sie schon. Ich habe auch in dem anderen Video schon erwähnt, in dem Gartenrundgang, dass wir sie erst neu haben. Und haben auch bereits einen kleinen Ableger von unserer netten Nachbarin bekommen. Der ist allerdings noch sehr klein, der wird dieses Jahr auch nicht blühen. Der muss erst mal richtig anwachsen. Der wurde abgeteilt. Das ist auch eine Vermehrungsart von der Indianernessel. Dazu komme ich aber später noch. Erstmal, die Indianernessel kommt ursprünglich aus Nordamerika. Sie wurde früher schon von den Indianern als Heilpflanze genutzt und gehört zur Familie der Lippenblütler. Es gibt verschiedene Farben von der Indianernessel. Ich habe jetzt die rosane oder rosarote Indianernessel, die sehr häufig vorkommt. Es gibt sie allerdings auch in weiß und in so einem richtig schönen Violett und in rot. Sie ist ein Insektenmagnet, also Bienen, Hummeln lieben die Indianernessel, suhlen sich da drinne und haben durch die lippenförmigen Blüten, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, hier vorne haben sie auch einen wunderschönen Eingang, um dann ihren Nektar zu sammeln. Sie wird ungefähr, also je nach Sorte, 60 bis 1,20 Meter hoch. Ich kann euch mal zeigen, so ist unsere. Also ich würde mal schätzen, so 40, 50, 60, vielleicht auch schon 60 cm hoch ist unsere bis jetzt. Aber wie gesagt, das ist auch das erste Jahr, wo sie drinne steht. Also seit nicht mal einer Woche steht sie hier drinne. Es gibt auch Indianernesseln, also so eine Sorte, die nennt sich Zitronenmonade. Also Monade sagt man auch zu Indianernessel, ist ein anderer Begriff. Und die Zitronenmonade, die verleiht den Getränken eine zitronige Note. Das heißt, es wird auch verwendet als Sirup oder als Tee. Aber dazu später noch mehr. Der Standort von der Indianernessel sollte durchlässig und nährstoffreich sein. Es sollte ein mäßig feuchter Boden sein. Sie mag überhaupt keine Staunässe. Das heißt, wenn ihr einen lehmigen Boden habt, solltet ihr noch ein bisschen Sand untermischen und gegebenenfalls auch Kompost zur Nährstoffzugabe. In ihrer Heimat, also in Nordamerika, wachsen sie in lichten Wäldern und Gehölzränden. Bei uns Vollsonne oder halt auch Halbschatten. Aber wie gesagt, keine Staunässe. Sie ist winterhart. Es kommt, wie gesagt, auch immer auf die Sorte drauf an. Aber die meisten Sorten bis minus 34 Grad. Als Beetpartner, jetzt bei uns im Beet, steht sie neben den Nelken auf jeden Fall und neben den, ich vergesse mal den Namen, ja, sag ich euch dann, wenn es mir eingefallen ist. Nein, mir fällt es nicht ein. Naja, auf jeden Fall macht sie sich bis jetzt hier sehr gut. Aber sonst kann sie auch neben Salbei stehen, neben dem Sonnenhut, neben der Schafgarbe, Astern oder zum Beispiel auch neben der fetten Henne wirkt sie sehr gut. Zur Vermehrung, wie gesagt, kann man, wenn man eine Pflanze hat, kann man die Pflanze teilen. Das macht man so ungefähr alle 5 Jahre, im Herbst oder im Frühjahr. Dann bildet sie auch stark Ausläufer, das heißt, man kann dann auch Ausläufer raustrennen und sie neu einbuddeln. Außerdem kann man auch im Frühjahr die Indianernessel über Aussaat vermehren. Dazu nimmt man dann halt im Herbst, wenn die Blütenknospen verwelkt sind, die Samen aus den Blüten und dann vermehrt man sie dann quasi über Aussaat im Frühjahr. Geht die Vermehrung über Stecklinge. Da nimmt man am besten einen Trieb, der noch nicht blüht. Wie jetzt zum Beispiel der hat zwar schon eine Blütenknospe dran, die würde ich jetzt oben abknipsen und würde dann so einen Steckling draus machen. Das heißt, die unteren Blätter wieder wegnehmen, 1-2 Blätter oben stehen lassen und unterhalb der Blattknospe einschneiden und dann in ein Behältnis mit Wasser oder direkt in die Erde. Bei direkt in der Erde muss man natürlich darauf achten, das regelmäßig zu gießen. Aber es sollte halt nicht
Also es sollte schon feucht sein, aber es sollte halt, wie gesagt, keine Staunässe auch in der Anzucht nicht sein. Deswegen stelle ich meine Stecklinge derzeit immer in Wasser. Wenn sie Wurzeln gebildet haben, kommen sie dann in Erde, in nährstoffreiche Erde. Wenn man sie natürlich, naja gut, als Steckling kann man dann auch schon nährstoffreichere Erde nehmen, keine Aussaaterde, also keine magere Erde. Bei der Aussaat sollte man bevorzugt erstmal in Aussaaterde tun und dann, wenn nach so 4, 5, 6 Wochen, wenn sie pikiert werden können, dann auch in, hier sieht man gerade eine Hummel, in nährstoffreichere Erde dann setzen nach dem Pikieren. Die Indianernessel hat auch leider einige Schädlinge oder worauf man halt auch achten muss, wäre zum Beispiel der Mehltau. Sie ist sehr mehltauanfällig, deswegen sollte man sie auch nicht zu eng pflanzen und bei langanhaltender Trockenheit auch darauf achten, die Pflanze auch mal zu gießen, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Wir haben kaum Regen, das heißt, wir gießen die Pflanze jetzt jeden Abend, damit sie sich jetzt auch schön anwurzeln kann und ihren Standort annimmt. Außerdem ist sie rostanfällig, aber das, denke ich mal, können wir hier sehr gut ausschließen. Und bei kleinen Pflanzen, also bei Jungpflanzen, ist die Gefahr von Schneckenfraß gegeben. Allerdings hat diese Pflanze, die wir jetzt haben, ja schon eine gewisse Höhe. Da rechne ich nicht mit Schneckenfraß. Außerdem, also toi toi toi, dreimal auf Holz geklopft, haben wir hier gar nicht so viele Schnecken wie in anderen Gärten auf YouTube zu sehen ist. Also das Schneckenproblem haben wir eigentlich so gut wie gar nicht hier. Jetzt zur Verwendung. Also ich habe ja schon vorhin gesagt, die Indianer, boah, es ist sehr windig, ich hoffe ihr hört mich. Die Indianer haben das, die Indianernessel früher als Tee oder Sirup genommen. Jetzt, also heutzutage kann man das auch noch machen als Tee oder Sirup bei Erkältung und Husten. Sie wirkt schleimlösend und atembefreiend. Sie hat außerdem auch eine speistreibende Wirkung. Da benutzt man sie auch als Tee. Sie wirkt auch einschlaffördernd und beruhigend, auch im Zusammenhang aufgekocht zum Tee. Und bei Kopfschmerzen kann man sie auch gut benutzen. Das werde ich mal ausprobieren, weil ich habe irgendwie dauerhaft Kopfschmerzen. Ist aber auch von meinem Rücken bedingt. Und sie wirkt auch, wenn man sich damit wäscht oder Bäder macht, damit wundheilend. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, müsste man eigentlich mal ausprobieren. Allerdings habe ich, wie gesagt, gerade keine Wunden, keine offenen, aber das mit den Kopfschmerzen werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So, jetzt habe ich noch ein Rezept für euch. Das kann ich leider noch nicht ausprobieren oder habe ich noch nicht ausprobiert, weil wir, wie gesagt, ja nur die eine Pflanze haben. Werde ich aber dann in den nächsten Jahren definitiv auch mal tun. Nämlich einen Indianernessel-Sirup. Dazu, wie bei eigentlich allen Siruparten, die man selber machen kann, braucht man Blüten oder Jungblätter. In dem Fall jetzt 20 bis 30 Stück. Zucker, je nachdem wie viel ihr haben wollt. Also in dem Rezept, was ich gefunden habe, ist es mit 1 Kilo Zucker. Aber man kann natürlich auch weniger reinmachen oder man nimmt Honig, je nachdem wie ein lieb ist. Dann braucht man noch 6 Bio-Zitronen und 1 Liter Wasser. Dann löst man quasi den Zucker mit dem Wasser auf, lässt es aufkochen, tut die Blüten und die Blätter ins Zuckerwasser, fügt die Zitrone hinzu und lässt das alles nochmal aufkochen und lässt es dann 2 Tage dunkel und abgedeckt ziehen. Nachdem der Sirup dann gezogen hat, seiht man den Sirup ab, also filtert das. Die ganzen organischen, also diese Blütenblätter und die Blätter insgesamt aus dem Sud raus, kocht das Ganze nochmal auf und füllt das dann in sterile Flaschen ab. Ich mache immer, wenn ich Sirup mache, ich wasche die Flaschen richtig heiß aus, tue die dann in den Backofen auf 100 Grad, ungefähr so 10 Minuten. Nebenbei koche ich dann meinen Sirup auf und dann fülle ich den noch heißen Sirup in die noch heißen Flaschen ein und somit entsteht dann bei der Abkühlung
Kühlung, ein Vakuum und dadurch ist das auch viel länger haltbar. Natürlich kann man das Ganze nochmal in einen Einkochautomaten tun und dann nochmal auf Nummer sicher gehen. Bei 90 Grad ungefähr eine halbe Stunde. Muss man aber nicht, wenn man, wie gesagt, das heiß abfüllt in die heißen Flaschen, dann sind die auch einigermaßen lange haltbar. Ich lagere dann meinen Sirup immer unten im Gewölbekeller. Da haben wir unsere Vorratsregale stehen und da darf der dann seine Zeit absitzen, bis er in Benutzung kommt. So, das war's jetzt erstmal zur Indianernessel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ und ihr konntet was mitnehmen. Ich habe jetzt mir vorgenommen, immer mal so kleine Videos zu machen zu bestimmten Pflanzen, euch die Verwendung zu sagen oder halt auch den Standort und den Boden, wie man diese Sachen vermehrt. Jetzt zum Thema Heilpflanzen, was man aus diesen Pflanzen machen kann, wie jetzt zum Beispiel auch bei der Ringelblume eine Salbe. Das wird jetzt alles in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Ich werde nach und nach mir eine Pflanze vornehmen. Vielleicht, wenn ihr jetzt irgendwie was zu einer Pflanze wissen wollt, zu einer bestimmten Pflanze, könnt ihr es auch ruhig mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich vielleicht auch darüber mal ein Video machen. So, aber jetzt zum Thema Indianernessel war es das. Ich habe leider nur die eine Sorte, also die eine Art von Indianernessel, die ich euch zeigen kann. Ihr könnt ja mal im Internet gucken, diese lila Indianernessel, die sieht auch wunderschön aus. Vielleicht kommt sie auch irgendwann mal bei uns in den Garten. Wir werden es sehen oder ihr werdet es sehen in den nächsten Videos. Aber das jetzt erstmal zu dem hier. So, wenn ihr das nicht verpassen wollt, die anderen Videos, drückt ruhig mal auf die Glocke, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi!